Herzlich willkommen beim Motorradmagazin. Heute möchte ich euch von meinen Erfahrungen mit dem AGV Sport Modularhelm berichten, einem Klapphelm aus Carbon. Warum dieser Helm mehr Sport als Modularhelm ist, das erfahrt ihr gleich. Willkommen zurück. Den AGV Sport Modular habe ich jetzt seit einigen Monaten im Test. Einen Klapphelm habe ich immer in Gebrauch, weil wir ja oft absteigen, filmen, fotografieren, rauchen, trinken, schmusen, je nachdem. Und da ist es ganz angenehm, wenn man dieses Kinnteil einfach hochklappen kann und nicht immer den ganzen Helm abnehmen, weil ich trage ja eigentlich immer, zumindest versuche ich es, Ohrenstöpsel, deswegen ist mir auch nicht so wichtig, ob der Helm leise ist, wenig Windgeräusche hat. Und darüber trage ich dann noch so einen Buff oder Buff, also so einen Röhrenschal, damit die Ohrenstöpsel auch drin bleiben und dass mein Hals geschützt ist. Und daher mag ich das nicht immer alles ausziehen und dieses ganze Brimborium da vollziehen, mehrmals am Tag. Deshalb ist ein Klapphelm immer sehr praktikabel bei meinem Job, aber natürlich auch für andere Motorradfahrer, wenn man sowas tragen will. Normalerweise haben diese Klapphelme ja einen bisschen biederen Touch. Es gibt auch viele Modelle, die nicht so sexy aussehen wie der Sportmodular und das macht ihn ja gerade so interessant. Fangen wir noch einmal von ganz vorne bzw. außen an. Wir sehen eine Vollcarbon-Schale. Es ist ein Vollcarbon-Helm, das macht ihn auch sehr, sehr leicht. Unter 1300 Gramm gibt AGV an. Ich glaube, ab Größe M oder vielleicht sogar erst S. Meiner auf der Küchenwaage wog 1327 Gramm, das ist Größe L. Ich trage eigentlich bei jeder Marke Größe L. Bei irgendeiner habe ich jetzt einen M-Helm, der mir auch passt, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ansonsten 58, 59 cm steht auch hier Kopfumfang und mir passt da wirklich wie angegossen und zwar etwas sehr eng angegossen, aber dazu ein bisschen später. Wir haben als Größenauswahl Doppel-XS bis Triple-XL, also eine große Auswahl an Größen und es gibt drei Helmschalen. Es ist ja oft ein bisschen unangenehm, wenn es nur ein oder zwei Schalen gibt und dann hat jemand, der einen kleinen Kopf hat, den gleichen Riesenhelm wie einer, der einen großen Kopf hat. Deshalb hier auch drei Helmschalen. Dadurch kann der Helm natürlich auch viel besser an die Kopfgrößen angepasst werden und das macht ihn dann am Ende auch sicherer. Natürlich ist ein Klapphelm nie ganz so sicher wie ein Integralhelm, auch wenn dieser Sportmodular sehr aussieht wie ein Integralhelm. Er hat sich auch orientiert am Pista GPR, also einem absoluten Top-Profi-Helm, kann man sagen. Wir sehen hier, wie der Verschluss funktioniert. Wir haben da so Metallstifte, schaut eigentlich aus wie ein Nagel. Und da drinnen haben wir da so ein Schnapperl. Bedienen kann ich das Ganze übrigens da über, ja, wie nennt man das, diesen Schieber, diesen roten Schieber hier, dann löst sich das. Das ist wie eine Kralle und rastet sehr satt eigentlich ein. Ich denke mal, auch wenn es ein bisschen makaber klingt, bevor dieses Kinnteil aufgeht bei einem Sturz, ja, ist das Genick wahrscheinlich ab, außer und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie bedient wird. Aber ich glaube, der Sturz ist dann schon entsprechend schwerwiegend und hat dann andere Folgen, bevor sich, wie gesagt, dieses Kinnteil da löst. Was mir auch sehr gefällt, dass dieses Visier auch sehr satt einrastet. Wir haben hier also einen Drücker, da ist auch noch das AGV-Logo drauf. Das sind so die kleinen Details, die dann die teuren Helme ausmachen. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer an, aber da hört man auch ganz genau. Zack, ja, das geht nicht so leicht auf.
Was ich gelesen habe zum Visier, dass die Rastenintervalle, die Einstellungen sehr fein sein sollen. Ich finde es jetzt nicht gar so fein. Ja? Eigentlich wie beim herkömmlichen Visier, wie man sieht. Ich kann es hier noch so anlegen. Ich mag das oft machen, weil ich brauche immer viel Luft im Helm. Ich fühle mich da immer ein bisschen eingesperrt. Und da kann ich hier diesen kleinen Schlitz offen lassen. Das ist super, bevor das eben hier einrastet. Und ich habe auch 1, 2, man sieht, ich glaube 3, ja, also 2 oder 3 Stufen noch, bevor das Visier ganz geschlossen ist. Auch das kein schlechtes Feature. Dann habe ich da so ein bisschen diesen Nasenschutz, ja, dass ich nach unten atme. Und was ich entfernt habe, war dann hier noch dieser Kinnteil aus Stoff, weil, wie gesagt, dann fühle ich mich überhaupt komplett eingezwickt. Und das ist dann immer weg, vor allem im Sommer. Man braucht auch von unten ein bisschen eine Luft. Ich habe jetzt noch das Klarglasvisier drauf, das mit einem Pinlock ausgestattet werden kann. Ein bisschen schockierend ist, dass dieses Pinlock 40 Euro kostet. Ich meine, das ist eigentlich nur eine Plastikfolie, aber die verhindert natürlich dann wirklich konsequent und garantiert das Anlaufen des Visiers. Wenn die Sonne trotzdem blendet, der kann allerdings hier das Sonnenvisier ausfahren, anhand eines oder mittels eines Schiebers hier rechts. Und der rastet auch ein, damit eben dieses Visier sich nicht selbstständig machen kann. Ich habe das bei anderen Helmen erlebt, dass dann mit der Zeit das ein bisschen ausleiert und dann das Sonnenvisier immer runterkommt. Und irgendwann kann man es dann nur mit Sonnenvisier tragen. Hier sollte das nicht passieren. Klar, weil das einrastet und so gesichert ist. Dann haben wir natürlich verschiedene Lüftungsöffnungen. Wir haben an der Stirn auch einen Schieber. Den kann ich allerdings nur schließen oder öffnen. Dann habe ich hier vorne am Kinn eine Belüftungsöffnung. Die kann ich mit etwas Gefühl stufenlos regulieren. Ja, es ist ein bisschen anders als an der Stirn. Und hinten die Entlüftung. Das wird dann sozusagen so ein bisschen wie ein Spoiler beim 911er. Da habe ich dann 2 Stufen. Also das ist, mich wundert, dass ich verstehe den Zweck nicht ganz, aber Techniker werden sich hoffentlich was überlegt haben. Aber lässt sich alles sehr gut bedienen. Man wird es auch nicht unbedingt während der Fahrt bedienen, dass man da irgendwie herumgreift, sondern schon vor der Fahrt. Und das vorne kann man sowieso gut bedienen, auch mit Handschuhen und auch hier oben. Aber das da hinten vielleicht nicht unbedingt. Ich würde das eigentlich auch fast immer offen halten, weil Entlüftung nach hinten ist nie schlecht. Dann haben wir, wie wir sehen, ein sehr schönes Innenfutter. Übrigens setzen sich da diese Reflektoren bzw. dieser eine Streifen da schön auf dem Futter fort. Das finde ich super, ja, so ein kleines Element. Ich stehe auch ganz schwer auf diese Reflektoren, nicht nur wegen der Sicherheit, sondern ich finde, die schauen einfach richtig cool aus. Ich habe das versucht für euch in der Nacht einzufangen mit der Taschenlampe. Das ist jetzt ein sehr spärliches Designelement, aber es gibt dem Helm wirklich Dynamik, finde ich. Und er sieht so ein bisschen Science-Fiction-mäßig modern aus dadurch. Und mir taugt immer, wenn ich Naturcarbon habe, also Sichtcarbon, und dann nur ein Teil drüber lackiert ist oder mit Stickern belegt. Das ist für mich die coolste Mischung. Also ein reiner Carbonhelm ist fast ein bisschen fad. Und wenn das Carbon komplett überlackiert ist, wie das ja auch bei manchen Motorrädern bei den Verkleidungen der Fall ist, dann finde ich das auch wieder unnötig. Das muss man schon herzeigen, aber eben nicht alles. Da unten also auch dann ein paar Reflektoren und wir sehen schon, wir haben ein sehr weiches, sehr schönes Innenfutter und dieses kann ich wenden. Ich habe hier jetzt die warme Seite, es wurde auch so ausgeliefert, mit der Warmer Side, das steht auch hier drinnen, aber wir können auch lesen, Reversible. Ich kann das also umdrehen und das habe ich auch versucht für euch zu filmen, da sehen wir, das ist dann so ein konventionelles Innenfutter, ein dichteres mit weniger Pelzstruktur, sagen wir mal. Und das wäre eher das jetzt für den Sommer gewesen, aber ich habe das dann einfach noch nicht getauscht. Jetzt im Winter werde ich es wohl waschen, herausnehmen, desinfizieren wieder und dann einsetzen. Aber ich glaube, mir taugt das einfach mehr. Das ist so Alcantara-mäßig. Und deshalb werde ich das wahrscheinlich wieder so einsetzen. Und dann sehen wir auch, wie bei einem Sporthelm
habe ich den Doppel-D-Ring-Verschluss, ja, wie man den kennt. Das haben ja nicht alle Klapphelme. Und sogar diese Metallteile, diese Ds, sind aus Titan gefertigt, um nochmals Gewicht zu sparen. Das erinnert mich so ein bisschen an Porsche GT3 RS und so, wo dann vorne das Label auch nur ein Sticker ist und so. Eigentlich ein bisschen übermotiviert fast, ein bisschen unnötig, aber dann auch wieder cool. Also da steht auch Titanium oben und so. Also ich finde das geil, weil das konsequent ist. Und das erwarte ich mir auch von einem Helm mit diesem Preis. Und zu dem kommen wir natürlich am Schluss, dass da einfach ein paar schöne Details oben sind und dass das einfach passt. Wenn man das so aus der Nähe inspiziert, da darf es eigentlich kaum Schwächen geben auf diesem Niveau. Was hier noch zu sagen ist zum Visier übrigens, ich habe keine Rundumsicht, das würde auch keinen Sinn machen bei unseren Augen, bei den menschlichen, sondern ich habe angeblich 190 Grad horizontale Sicht und 85 Grad vertikale Sicht. Ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt voll auf Anschlag bin, also jetzt nicht auf der Triumph, sondern vielleicht auf irgendeinem Supersportler oder so, sollte ich hier oben noch den Blick nach vorne richten können. Das ist ja ganz wichtig. Habe ich mal von Street Racern gehört, dass es extrem wichtig ist, Isle of Man und so. Die können nicht jeden Helm tragen tatsächlich. Also, und das wird auch, schätze ich mal, auf Rundstreckenfahrer zutreffen. Den wird man jetzt nicht auf der Rundstrecke tragen, aber ich habe schon gesagt, der ist eben eher am Supersporthelm, Integralhelm orientiert, als an diesen konventionellen Klapphelmen. Und ein kleiner Vergleich noch vom Gewicht her, weil der ja also so um die 1300 Gramm wiegt, plus minus 50 Gramm. Ich habe geschaut, der Schubert C4 Pro Carbon hat 1600 Gramm. Also 600 Gramm mehr. Ist die Frage, ist der jetzt sicherer deshalb? Hat der irgendwelche Features, die das Gewicht ein bisschen nach oben treiben? Müsste ich natürlich jetzt dann auch im direkten Vergleich überprüfen. Kann ich im Moment nicht, aber ich beziehe es jetzt mal nur aufs Gewicht und das ist mir schon aufgefallen. 300 Gramm, das ist nicht wenig. Als ich den Helm bekommen habe, gab es gerade keine verspiegelten Visiere oder getönten, waren irgendwie nicht lieferbar. Die gibt es natürlich aus dem Zubehör. Die getönten kosten so circa 80 Euro und die verspiegelten circa 100 Euro. Also das käme auch noch dazu. Ich behaupte mal, das würden sich oder werden sich auch viele bestellen, obwohl es fast unnötig ist. Wir haben ja das Sonnenvisier drin und tags, beziehungsweise bei schlechten Sichtverhältnissen und nachts kann ich dann trotzdem durch die klare Scheibe blicken. Also sowas ist eigentlich perfekt. Bei uns ist immer der Grund, wieso wir diese verspiegelten Visiere haben und die getönten, vielleicht zu eurer Info, weil es einfach komisch ausschaut auf den Fotos, wenn die angsterfüllten Augen da aus dem Helm stechen. Und deswegen haben wir immer dunkle Visiere, dass man die Augen einfach nicht sieht. Es schaut halt einfach oft sehr komisch aus. Aber vernünftiger wäre es, vernünftiger wäre es auf jeden Fall, ihn eigentlich so zu tragen. Aber er schaut halt dann auch sehr cool aus mit den verspiegelten Visieren. Ja, und dann wären wir schon beim Preis, wenn wir schon beim Zubehör sind. Wie gesagt, Pinlock 40 Euro circa, Visiere 80 bis 100 und der Helm selbst Listenpreis knapp 800 Euro. Es gibt natürlich Möglichkeiten, gibt es Plattformen, wo es vielleicht schon ein bisschen günstiger angeboten werden. An Helm sollte man natürlich immer auch probieren und sich vielleicht eine entsprechende Beratung holen, ob es auch der richtige Helm für einen ist. Bei mir ist es so, dass der wirklich sehr, sehr gut passt auf meinen Kopf. Ja, er ist sehr angenehm zu tragen. Nur, es ist zu bedenken, er ist extrem knapp und sportlich geschnitten. Also man hat hier nicht so vorne noch viel Platz und Luft, sondern er steht, also es ist fast wie so eine Maske, ja, die auf mich gegossen wurde. Das ist, kann ich jetzt eigentlich nicht zeigen, leider. Da muss ich drücken. So, also der sitzt richtig, richtig gut. Und mir ist nicht nur, das ist nicht nur knapp wegen meines Bartes, sondern der ist richtig, richtig sportlich, richtig kompakt. Dadurch hat er auch sehr, sehr wenig Turbulenzen, super Aerodynamik und er ist für sich auch wirklich leise. Ich habe es aber schon erwähnt, ich habe immer Ohrenstöpsel drin. Auch das würde ich euch empfehlen, immer Ohrenstöpsel zu tragen. Diese Windgeräusche, dieses scharfe Säuseln,
und vor allem bei hohen Geschwindigkeiten ist extrem schädigend. Ich kenne einige Rennfahrer, die schon Hörgeräte haben. Und deshalb bei mir, ich fahre eigentlich nie außer Haus, vor allem nicht, wenn ich vielleicht eine längere Tour habe oder wenn ich länger auf der Autobahn leider irgendwo von A nach B muss, dann habe ich immer die Ohrenstöpsel drin. Trotzdem der Helm auch ohne Ohrenstöpsel wirklich sehr angenehm, sehr schön. Da gibt es nichts, was irgendwo reinzieht. Vor allem, was ich auch hasse, wenn ich diesen Zug auf den Augen habe im Helm, das halte ich überhaupt nicht aus, wenn ich da ein paar Stunden fahre. Ich muss den ganzen Tag blinzeln und das Gefühl, ich habe Bindehautentzündung. Auch das nicht der Fall. Alles ganz ruhig, alles ganz schön. Und wie gesagt, noch einmal, dieses satte Geräusch, das ist super. Das ist, fühlt sich richtig gut an, richtig hochwertig. Ach, die Carbonfaser ist sehr schön gelegt. Also ich habe da eigentlich nichts gefunden, was mich enttäuscht hätte. Auch das Visier wechseln. Habe sogar ich verstanden und sofort gekonnt, sofort gehirnt. Da hat man auch so Schieber und dann kann man das Visier hier so rausnehmen und wechseln oder zum Beispiel auch so putzen extra noch innen und außen, ist sofort wieder drinnen. Da sehen wir auch die Nippel fürs Pinlock sind verschraubt, da sind kleine Schräubchen drin. Auch da vorne beim Verschluss ist eine Schraube drin, das ist richtig gut. Es gibt nicht die ausgefallensten Designs jetzt. Ich muss sagen, das ist schon irgendwie einer der auffälligeren, aber das macht ihn auch aus. Es ist ein technischer Helm, schaut sehr technisch aus, sehr modern. Und der braucht nicht viel Firlefanz. Und ich würde es eben schade finden, wenn man diese Carbonfaser da komplett überlackiert. Das wäre dann eigentlich schon ein ziemlich Understatement. Aber da muss jeder seinen Favoriten finden. Meiner war jedenfalls dieser hier. Ich werde ihn noch gerne tragen und noch lange. Auch auf sportlicheren Motorrädern, der fällt eben überhaupt nicht auf als Klapphelm. Also wer da vielleicht noch Probleme hat mit dem Image eines Klapphelms, eines Modularhelms, dem sei der überhaupt wärmstens empfohlen. Da sieht man übrigens auch dann schön diese Mechanik, da noch einmal zwei so Imbusschrauben drin. Es ist einfach, ja, ist einfach geil. Ich greife so Helme einfach gern an, wenn sie diese Qualität bieten. Und ich kann den wirklich empfehlen, den Helm. Es ist natürlich empfindlich, aber ich meine, eine Vollcarbon-Schale geht nicht viel billiger und dann auch noch mit dieser Mechanik, die dann die Normen erfüllen muss auch und die Sicherheit bieten. Das geht schon ins Geld, sowas. Und das können auch nur richtig gute Firmen. Ja, ich glaube, damit wären wir durch. Ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese erste Produktpräsentation. Wir werden das natürlich jetzt fortsetzen. Ich habe das jetzt einmal provisorisch in meiner Garage gemacht und extra diese drei Stellagen da noch aufgestellt. Wir werden schauen. Wir bauen gerade so ein bisschen ein Studio auf und vielleicht schenkt ihr mir jetzt schon einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal und hinterlasst mir einen Kommentar, wie schaut es bei euch aus bezüglich Klapphelm, wie schaut es beim Image aus und wie schaut es beim Vertrauen aus dieser Technik gegenüber. Also ich vertraue eigentlich ja, zu 99%, aber das ist bei den anderen Dingen nicht anders. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.